Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Let's Play Arcanum. Das müsste jetzt 15, 16, 17. Episode 17 sein? Ja, Episode 17. Wir haben letztes Mal noch ein bisschen Schrott verkauft. Wir haben zwar immer noch viel zu viel dabei, zum Beispiel die rote Barbarenkleidung. Oder hier diesen ganzen Schrottteil. Oh, das können wir verwursten. 2, 3. Ja, gar nicht schlecht. Sieht doch schon besser aus. Oh, und wir haben noch ein Amulett zu viel. Wie dem auch sei, wir haben noch eigentlich zu viel Schrott, aber sei es drum. Und, wir haben Zeug verkauft und wir haben die Saboteure aus Mr. Bates Fabrik erledigt. Und jetzt dürfen wir theoretisch, wenn der Kapitän sein Versprechen hält, dürfen wir Gilbert Bates sehen. Also, ich habe die Saboteure entfernt, die euch geplagt hatten. Göttern sei Dank. Ich dachte schon, wir würden sie niemals loswerden. Bitte geht hinein. Mr. Bates erwartet schon ungeduldig darauf, euch zu danken. Äußerst freundlich. Ja, perfekt. Dann gehen wir los. Soll ich? Alter, der hat seine privaten Wachen. Das ist ja abgefahren. Ich gehe mal die Treppe hoch. Vielleicht ist er hier. Tatsache. Gilbert Bates. Wie ist eigentlich meine Narbe geheilt worden? Kann der große Heilzauber Narben heilen? Das ist ja cool. Ich hatte ja vorhin definitiv eine Narbe. Erlaubt mir, dass ich mich vorstelle. Ich bin Gilbert Bates, wie ihr vielleicht schon vermutet habt. Ich möchte euch danken, dass ihr die Probleme in meiner Fabrik beseitigt habt, Sir. Man hat mich darüber informiert, dass ihr etwas mit mir besprechen wollt. Genau so ist es. Ich würde euch gerne über diesen Ring befragen. Große Götter, wie seid ihr an diesen Ring gekommen? Ein im Sterben liegender Gnom gab ihn mir. Ein Gnom? Was ist denn das für ein Unfug? Seid ihr sicher, dass es kein Zwerg war? Natürlich, ich habe noch nie einen mageren Zwerg ohne Bart gesehen. Ja, ich kenne mich mit Zwergen und ihren Bräuchen aus. Sagt mir, hatte dieser Kerl irgendwelche besonderen Merkmale? Er hatte eine Narbe über seinem linken Auge. Bei Alberich, ich habe es gewusst. Das war kein Gnom. Das war Stenna Steinschneider. Wer ist dieser Stenna? Warum sollte sich ein Zwerg seinen Bart abrasieren? Stenna war ein alter Freund von mir. Aber dass er sich seinen Bart abrasieren würde, bei allen Göttern, das ist undenkbar. Aber erzählt mir bitte, hat er euch noch irgendwas gesagt, bevor er starb? Sagt er etwas über mich? Er sagte, dass er floh, um uns vor dem Bösen zu warnen. Das Böse? Welches Böse? Und woraus ist er geflohen? Das hat er nicht gesagt. Ich hatte gehofft, dass ihr wissen würdet, was es bedeutet. Es muss etwas Furchtbares geschehen sein, hat er sonst noch was gesagt? Er sprach von euch, als wärt ihr noch ein Kind. Warum sollte er das tun? Das weiß ich nicht. Auch wenn Zwerge eine andere Zeitrechnung als Menschen benutzen, muss er doch gewusst haben, dass ich jetzt ein alter Mann bin. Vielleicht liegt es daran, dass ich noch ein kleiner Junge war, als ich vor vielen Jahren sein Vertrauen missbrauchte. Wie habt ihr sein Misstrauen verbraucht? Misstrauen verbraucht. Haha, sein Vertrauen missbraucht. Das ist eine lange Geschichte. Die Geschichte meiner Schande. Ich höre. Es ist paradox, dass ich meinen Reichtum ausgerechnet meinem größten Fehltritt zu verdanken habe. Als Jugendlicher war ich an allen von Zwergenhand geschaffenen Dingen brennend interessiert. Daher suchte ich den nächstbesten Clan auf, um die Leute mit meinen Kenntnissen über ihre Technologie zu beeindrucken. Sie haben mich ausgelacht. Das war für sie offenbar neu. Ein lächerlicher Mensch mit einem natürlichen Hang zur Technologie. Die Tatsache, dass ich damals erst 14 Jahre alt war, war auch nicht gerade von Vorteil.
Ich wurde so etwas wie ein wohlgelittener Alleinunterhalter für sie. Stenna war der Einzige, der mich in all diesen Jahren wirklich seinen Freund nannte. Und ich habe ihm seine Freundschaft mit einem Verrat vergolten. Er war es, der mir als erster die Dampfmaschine zeigte, da er wusste, dass ich die wunderbare Kompliziertheit ihres Designs zu würdigen wusste. Sie ließen sie einfach so in einer Ecke verrosten, da sie keine Verwendung für eine Maschine hatten, die den Bedarf an schierer Muskelkraft reduzierte. Stellt euch einen Zwerg vor, der eine Maschine für sich graben lässt. Das ist absurd. Ich fragte ihn, ob ich ein bisschen daran herumbasteln dürfte, um sie vielleicht sogar zu verbessern. Ich wusste genau, dass dies der Schlüssel war, um wirklich ein Mitglied der Zwergengemeinschaft zu werden. Ich entwickelte in kurzer Zeit eine Möglichkeit, wie man damit die Minen entwässern konnte. Als ich mich fast dabei überschlug, um ihnen die Funktionsweise der Maschine zu erklären, war Gelächter wieder einmal ihre einzige Antwort. Ich wusste, dass ich irgendwie ihren Respekt erringen musste. Daher tüftelte ich in aller Eile ein paar Schemata aus, um meine Theorie zu untermauern. Die kleine Bergbaugesellschaft der Menschen, der ich die Pläne vorstellte, bot mir schließlich als Gegenleistung für die Pumpe die Teilhaberschaft an. Ich war außer mir vor Freude. Ihre Miene oder ihr Geld war mir egal. Was ich wollte, war Bestätigung. Als ich zu den Zwergen zurückkehrte, um mit meinen Errungenschaften zu prahlen und um in ihren Clan willkommen geheißen zu werden, war niemand mehr da. Kurz danach folgten die ersten Erfindungen, angestachelt durch meinen Ärger und meine Verwirrung. Wie konnten sie es mir nach all meinen Bemühungen nur verwehren, meinen Platz unter ihnen einzunehmen? Irgendwie hatte ich damals das Gefühl, dass ich es ihnen immer noch beweisen könnte. Ich setzte meine Suche nach ihnen fort, wann immer ich etwas Zeit hatte, jedoch ohne Erfolg. Und dann kamen sie, die Gewandträger. Mhm. Sie näherten sich mir spät in der Nacht und warnten mich, dass ich nie wieder von den Zwergen sprechen oder nach ihnen suchen solle. Ich war immer noch ein Kind, daher könnt ihr wohl meine Angst nachvollziehen. Während mein Reichtum und mein Einfluss wuchsen, schüttelte ich etwas von meiner jugendlichen Furcht ab und heuerte den ersten in einer langen Reihe von Detektiven an, um Stenna und seinen Clan zu finden. Keiner von ihnen ist jemals mit brauchbaren Informationen zurückgekehrt und einige davon sind gar nicht mehr wiedergekommen. Diejenigen, die es geschafft haben, erzählten von hinterhältigen Fallen und Kreaturen, die sie aus den Schatten heraus angegriffen hätten. Als sich die Nachrichten über diese Fehlschläge ausbreiteten, wurde es zunehmend schwieriger, Leute zu finden, die mutig genug waren, diese Herausforderung anzunehmen. Und warum hat er mich mit eurem Ring hierher geschickt? Er wusste, dass dieser Ring die Wahrheit eurer Geschichte bestätigen würde. Ich habe Stenna diesen Ring gegeben, als wir uns das letzte Mal sahen. Und jetzt ist er tot. Wenn wir nur wüssten, was er mit dem Bösen gemeint hat. Virgil hier glaubt, dass es etwas mit seiner Religion zu tun habe. Ich selbst gebe nicht viel auf religiöses Geschwätz. Wenn ihr allerdings der Meinung seid, dass euch weitere Informationen über die Panari helfen könnten, solltet ihr deren Tempel am nördlichen Ende des Lion's Head Circle aufsuchen. Mich interessiert mehr, wer Stenna getötet hat und warum. Und was das alles mit meiner Beziehung zum Schwarzberg-Clan zu tun hat. Was ist jetzt also zu unternehmen? In den Schwarzberg-Minen muss es einen Hinweis geben. Da bin ich mir ganz sicher. Ihr scheint ein einfallsreiches Individuum zu sein. Hättet ihr Interesse daran, für mich die Minen nach einem Hinweis über ihren Verbleib zu durchsuchen? Es wird euer Schaden nicht sein. Das verspreche ich euch. Ich würde gern ein paar weitere Fragen stellen, bevor ich zusage. Natürlich. Was wollt ihr mich fragen?
Achso, nee, das ist alles, was er schon erzählt hat. Ich habe beschlossen, für euch die Schwarzbergminen zu erkunden. Wunderbar. Hier, ich markiere die Lage der Schwarzbergminen auf eurer Karte. Ich bin sicher, dass es dort ein paar Hinweise geben wird. Kehrt bitte sofort zurück, sobald ihr irgendetwas gefunden habt. Kann ich noch ein paar Fragen stellen, bevor ich gehe? Natürlich. Ich habe nie behauptet, das getan zu haben. Das waren nur Vermutungen der Leute. Ich habe eine Menge... Es war wohl der... Ja, das ist es. Natürlich. Ihr versteht das nicht. Ich war noch sehr jung, als ich... Meine Mutter ist bei meiner Geburt gestorben. Er ließ mich gut versorgt zurück. Und das aus diesem Grund. Natürlich, viel gibt es dazu nicht zu sagen. Es handelte sich da in diesem Falle... So, das weiß ich nicht. Natürlich. Das sind doch nicht die was, Dinge. Wie ihr wohl wisst, bin ich der führende Hersteller von Dampfmaschinen in Arcanum. Praktisch. Warum fragt ihr? Ihr seid doch hoffentlich kein Gewerkschaftssympathisant. Vielleicht ein Gewerkschafter. Ich kann euch versichern, dass meine Arbeiter mit den Jobs, die ich ihnen verschafft habe, sehr... Ja, das kann ich verstehen. Bei all diesem Gerede über Probleme mit Arbeitern... Natürlich. Was wollt ihr mich fragen? Okay, er hat doch noch ein paar unterschiedliche Sachen erzählt. So, jetzt hat er uns quasi die Steinbergminen auf der Karte markiert. Na gut, ja, dann. Magnus ist ja eigentlich ein Felsenfaust. Okay, das war sehr viel. Also, Gilbert Bates hat nicht die Dampfmaschine erfunden, sondern sie von den Zwergen quasi gestohlen. Dadurch ist er reich geworden und jetzt ist er ein schlechter Mensch und beutet Orks aus. cool. Naja. Und jetzt sollen wir quasi die Minen untersuchen nach einem Hinweis. Aber die Sache ist, dass Joachim hat uns ja gesagt, wir sollen ihn in Stillwater treffen. Moment. Lion's Head Circle, ist das hier? Joachim hat uns doch gesagt... Dervish Row, Lion's Head Circle. Appleby Residenz. Okay. Ja, Joachim hat uns gesagt, wir sollen ihn in Stillwater treffen, wenn ich mich recht entsinne. Panari-Tempel. Ah, Panari-Tempel, cool. Wenn wir quasi der Sache auf den Grund gegangen sind, und das sollten wir eigentlich auch machen, oder? Das heißt, wir haben ja quasi theoretisch gesehen eigentlich zwei offene Dinge. Oh, den habe ich voll vergessen. Siamesischen Renard-Zwilling. Aber da haben wir irgendeinem Lagerhaus, ist auch gut gesagt. Die Panari heißen euch im Namen Nasruddins in ihrem Tempel willkommen. Wie kann ich heute behilflich sein? Ich brauche eure Hilfe. Ah, nee, doch nicht. Wärt ihr an einer Broschüre interessiert? Ja, selbstverständlich. Was könnt ihr mir über die Panari erzählen? Die Panari-Religion basiert auf den Lehren von Nasruddin, einem Elf, der im Zeitalter der Legenden lebte. Als Oberhaupt des Elfenrates agierte Nasruddin bis zum Aufstieg von Arronax und seinen bösen Gefolgsleuten als Leitbild aller Völker. Nasruddin führte Krieg und Arronax wurde besiegt. Die Panari-Kirche wurde kurze Zeit danach gegründet. Dürfte ich noch ein paar Fragen über die Panari stellen? Natürlich. Was ist das Zeitalter der Legenden? Das Zeitalter der Legenden war die Zeit vor etwa 1500 und 2000 Jahren, die Zeit, bevor die Magier nach Tulla zogen. Das war eine Zeit, als die Magie noch ein viel größerer Bestandteil der Welt war als heute. Das Zeitalter der Drachen, Ritter und Königreiche, die Zeit des Elfenrates. Okay, noch ein paar Fragen. Was war der Elfenrat? War eine Gruppe von Elfen und Magiern, die um das Wohlergehen aller Völker von Arcanum besorgt waren. Angeführt wurden sie von Nasruddin, einem weisen und mächtigen Elf, der über 1000 Jahre lang Oberhaupt des Rates war. 1000 Jahre! Was gibt's über Nasruddin? Nasruddin war der gütige Vorsitzende des Elfenrates. 1000 Jahre lang regierte er über ganz Arcanum und brachte allen Völkern Frieden und Wohlstand. Seine Lehren sind im heiligen Archeon niedergeschrieben und bilden die Eckpfeiler des Panari-Glaubens. Das Archeon, wo könnte ich mir ein Exemplar davon ansehen? Das heilige Buch von Nasruddins Lehren, das wird im obersten Tempel der Panari in Caladon verwehrt. Ihr könnt es euch dort ansehen. Hast du mir...
Ah, er hat mir nicht gesagt, wo Caladon ist. Na gut, gibt es irgendwelche Prophezeiungen darüber, dass er zurückkehren wird? Ja, dies wird die Prophezeiung des Lebendigen genannt. In Archeon steht geschrieben, dass Nasridin und Arronax einmal nach Arcanum zurückkehren und das letzte Gefecht kämpfen werden. Ich verstehe nicht ganz, ist Nasruddin nicht tot? Ja, er ist schon lange tot. Die genaue Bedeutung dieser Prophezeiung ist nicht bekannt. Viele glauben, dass beide als Reinkarnation zurückkommen werden oder dass die Prophezeiung eine Metapher für etwas Zeitgemäßeres ist. Die Wahrheit ist, wir wissen es einfach nicht. Und wer ist Arronax? Arronax war ein bösartiger Elf, der im Zeitalter der Legenden an die Macht kam. Er glaubte, dass nur er und seine Anhänger fähig seien zu regieren und verhängte über alle Völker den Tod. Nasruddin in seiner Güte kam uns zu verteidigen und ich zitiere aus dem Archeon, besiegte Arronax und verbannte ihn für alle Ewigkeit in die Leere. Was meinte er mit, er wurde verbannt? Wir sind uns nicht ganz sicher. Verbannungen finden heute nicht mehr statt. Wir glauben, dass mächtige Magie vonnöten war, um dies zu bewerkstelligen. Einmal verbannt, konnte die Person nie mehr zurückkehren. Aber das Archeon spricht davon, also glauben wir daran. Wurde so jemals sonst noch jemand verbannt? Ja, im Archeon sind auch andere erwähnt, die dasselbe Schicksal wie Arronax erlitten haben. Vier sind namentlich genannt: Gorgoth, Krakatur. Oh, Krakatur! Hey, von dem haben wir gelesen. Der hat den letzten Drachen abgemurkst. Kergan und der Fluch von Kree. Das waren sämtlich böse Lebewesen, aber niemand war so böse wie Arronax. Falls ihr jemals das Archeon seht, könnt ihr darüber mehr über sie lesen. Was ist das Archeon? Ach ja, noch ein paar Fragen über Arronax. Allgemeine Fragen. Okay, vielen Dank. Wir haben schon eine Broschüre. Oder? Ja, hier, Broschüre. Verwirrt in dieser neuen Welt von Magie und Technik, traurig über den Mangel an Ehrfurcht vor den alten Traditionen, dann ist die Panari-Religion genau richtig für euch. Ja, geil. Auf der Grundlage der Lehren des großen Elfs Nasruddin bietet die Panari-Religion Wahrheit und Weisung in dieser Welt der Allheilmittel und der Quacksalber. Aber hört nicht einfach nur uns, hört, was andere über die Panari und ihren Glauben gesagt haben. ich bin niemals so glücklich gewesen. Ich habe sogar meinen Stab des abscheulichen Todes verkauft. Wer mir denn du, ein ehemaliger schwarzer Nekromant? Panari Gut Ug Unger. Terg Schädelquetscher, ehemaliger Ork-Schamane. Geil. Diese Panari-Typen sind ganz nach meinem Geschmack. Ja, super. Wir akzeptieren alle Rassen, alle Bevölkerungsschichten. Kommt, teilt die alten Elfenweisheiten mit uns. Seht, wie sie sich auch auf das heutige Leben anwenden lassen. Wir haben immer geöffnet, kommt her zu uns. Was wünscht ihr von mir? Was kann ich euch erzählen? Sieht aus, als müssten wir den Schwarzberg-Clan suchen und herausfinden, was hier vor sich Ah, geht. okay. Schade, dass er jetzt keinen Kommentar zum Panari-Tempel hat. Mann, das ärgert mich, weißt du, weil als wir quasi den P. Skylar und Söhne verlassen haben, hat Magnus noch was zu uns gesagt, aber dass Virgil jetzt nichts zu sagen hat, ist wirklich schade. Okay, dann gehen wir jetzt zur Schwere. Mann, ich würde echt gerne das Buch in Caladon sehen und Joachim in Stillwater treffen. Naja. Und schon sind wir auf der Weltkarte. Ich speichere noch einmal. Und hier sind wir in der Weltkarte. Wir können nicht scrollen. Nicht zoomen, aber hier sind die Schwarzbergminen. Los geht's. Oh, bevor ich es vergesse, jemand hat doch irgendwie gesagt, bei 617W, 617W, 528S. Ja, das ist hier oben. Ah, okay, da kommen wir nicht hin. Das ist hinter dem Gebirge. Ja, dann schauen wir mal, was wir hier so alles finden können. Hier sind ein paar Wölfe eingezogen. Räudige Wölfe sogar. Wow, was für eine Waffe. Also ein Schuss tötet einen Wolf. Aber meine Kumpanen sind so gut.
Damn. Ich glaube, wir sind ein bisschen überlevelt. Das ist ein Level 1 Wolf, yo. Yikes. Okay, hier ist versperrt, hier ist versperrt, hier ist versperrt. Also geht's nur hier lang. Puh. Oha. Ah, die haben wieder Krimskrams, diese kleinen Drachendinger. Haufen Dolche, Bögen, Pfeile. Die Pfeile gehen für 2 Goldstücke das Stück. Oh, danke. Verrückt, dass die auch Geld dabei haben. Das ist irgendwie sehr seltsam. Hier halt mal die ganzen. Dann darfst du auch die Broschüre von deiner eigenen Religion tragen, wenn du möchtest. Kannst du noch ein bisschen was für mich tragen? Nee. Ich hätte mehr Zeug ausladen sollen. Eine leere Truhe. Wie seltsam. Oh shit. Erzkohle. Ach meine Güte. Und dann werden auch noch die Waffen beschädigt. Das ist ja übel. Was wünscht ihr von mir? Boah. Dem seine Waffe wurde beschädigt, als er angegriffen hat. Eine Geode, ein Goldring, Gold, Pfeile, Spule mit dicken Barbaus, wofür denn? Lavastein, auch nicht schlecht. Oh Mann, ich wünschte, ich hätte noch eine Person zum Tragen dabei. Aber die sind jetzt schon Level 15, die Felsratten hier. Das ist natürlich mir fast ebenbürtig. Geld, Ring, Pfeile. Stopp. Im Dungeon immer links. Ich glaube, ich muss bald die ganzen Dolche hier lassen, ey. Puh. Ich habe einen Punkt zum Steigern, aber ich bin schon im Nahkampf auch besser. Was machen wir denn? Was könnten wir denn noch gebrauchen? Eigentlich würde es Sinn machen, wieder sich ein bisschen Richtung Magie zu ziehen. Aber wir könnten auch langsam anfangen, dass wir hier das Repetiergewehr zum Beispiel kommen. Also Magnus hat ja schon gemeint, das ist nicht der Clan, den er sucht. Und wir müssen jetzt auch quasi nicht zu dem Peace Geiler zurück. Hey. Oh, Kugeln, wie cool. Der Rest ist schon. Okay, Charisma um 1 erhöhen bringt gar nichts.
Schönheit um 1 erhöhen bringt Reaktionsmodifikator von 4. Aber das ist auch nicht, dass ich will. Ich will ja eigentlich mehr Leute haben. Oh Gott. Ich will eigentlich nicht zu weit auffächern. Und wenn ich jetzt versuche, in die Balance wieder zu kommen, dann muss ich irgendwie entweder von jedem irgendwie Level 1 Zauber lernen. Naja, zumindest 6 oder 7 Level 1 Zauber. Aber wenn ich Level 2 Zauber lernen wollte, müsste ich auf Willenskraft einen Punkt investieren. Aber meine Lebenspunkte steigern automatisch. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Natürlich nur um 1, aber trotzdem. Und wenn ich aber Technologie weitergehen will, brauche ich mehr Intelligenz. Nämlich mindestens 11. Ich will ja immer noch den Helm der Visionen und das Augen auf. Aber ich will auch die Repetierflinte. Das Repetiergewehr. Ich denke, wenn man zweifelt, dann einfach Wahrnehmung. Hilft er auch beim Schießen? When in doubt, push perception. Was ist jetzt passiert? Ah, okay. Wie viele Dolche ich dabei habe, ey. Die sollte ich eigentlich mal alle in eine Kiste unterbringen. Falle. Geld. Diode. Ich tue jetzt mal, ups, alle Dolche hier rein. Ach, ich glaube, ich tue auch die Bögen damit rein, weil ich kann ja irgendwann nochmal zurückkommen. Der ist noch durch, noch Bogen. Noch mehr, ups. Rohr, es braucht auch keinen. Ich brauche auch keinen Rohr und keine Sägespäne. Komm. Der kaputte Stab kann eigentlich auch weg. Rohr, Bögen, ups, ja, Telegramm. Obwohl, das Telegramm brauche ich auch nicht mehr. Das ist nur die. Nur für die Quest gut gewesen. Ja. Aber das ist nicht schlecht. Das kommt weg. Ja, und falls ich irgendwann mal möchte, kann ich ja hierher zurückkehren und das alles abholen. Und das dann gewinnbringend verkaufen. Mann, das ist ein Labyrinth hier. Ich nehme die jetzt aber weiterhin mit und tue sie alle in dieselbe Truhe, dass ich dann nur noch einmal vorbeikommen muss. Ungeschliffener Saphir, ziselierte Ringpfeile. Kator-Kristall, Rubin, Heilbalsam, Allheilmittel, und Geld. Gleich mal speichern.
weiter Weg. Kein Wunder, dass keiner der Detektive... Keiner der Detektive es jemals hier durchgeschafft hat. Ach, die Felsratte, ja. Krass. Das da. Drachenbogenschütze. Gib mir deine... Mann, hätte ich Bogen schießen gelernt. Crazy. Was wünscht ihr von mir? Nichts gerade im Moment. So. Das ist echt voll das riesige Labyrinth, ey. Wo geht's denn hier lang? Naja. Da komme ich her, da bin ich. Also es ist entweder wir sind auf dem richtigen oder auf dem falschen Weg, aber ich würde eigentlich erst gerne alle falsche Wege. Ah! Oh Mann, krass. Brudelmasse. Na gut, ich würde sagen, quasi sagen wir so Part 1 von diesem, von dieser wunderschönen Erfahrung in dem Steinberg-Clan. Wir machen hier fürs erste Schluss. Und in der nächsten Folge können wir hoffentlich den Steinberg-Clan alle seine Geheimnisse entreißen. Und wenn nicht, ja, dann in der übernächsten Folge. Ich wünsche euch einen schönen Tag und vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.